Hi Leute, willkommen zur 68. Folge von Skyrim und ja, jetzt gucken wir mal. Wir sprechen mit Tolfdir. Oh ja, und da gehen wir jetzt direkt auch hin. Das ist jetzt nicht direkt da, wo es der Teil davor aufgehört hat, weil ich hatte Besuch und da habe ich ein bisschen was gezeigt und dann. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Reinigt die Fokuspunkte mit den Handschuhen. Ah. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich dachte, ich hätte das unmissverständlich ausgedrückt. Ne, passt Warum schon. Warum verschwindet mein Forschungsmaterial nur immer Könnt ihr womöglich Gesar Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Natürlich ist sie legitim. Gut. Gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Oh. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt. Okay. Nun, nein, nicht wirklich. Nicht direkt, meine ich. Aber ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Gespräche verstummen, sobald ich einen Raum betrete. Ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht, und ich werde es mir nicht gefallen lassen. Okay. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ja, klasse, will ich jetzt aber gar nicht lernen eigentlich. Aber Leute, ganz ehrlich. Es wird immer Blabla gemacht. Immer. Und das ich kann man auch nicht irgendwie unterdrücken. Und deswegen. Ehrlich, muss man halt so stark sein und sich über sowas echt keine Gedanken machen. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet und. Lach mich tot. Leute, man kann schnell rennen. Seht ihr das? Ich habe rausgefunden, wie man schnell rennen kann. Beziehungsweise, ich habe mir helfen lassen. Ja. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gut ist. Nicht zu fassen, gell? Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Mhm. Ach, hat er das? Ja, hat er. Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ja. Ich habe das Buch Die Nacht der Tränen gefunden. Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben. Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Bremer, Dädra. Nicht einmal Falmer. Nichts. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Mhm. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Also, ja, es ist mir recht peinlich, aber ich scheine etwas verlegt zu haben. Ja, was denn? Ich kann meinen Destillierkolben nicht finden. Ich könnte wohl einen anderen nehmen, aber... Nun, es hört sich albern an, aber meiner hat einen sentimentalen Wert. Wenn ihr ihn zufällig seht, könntet ihr ihn mir dann bringen? Na klar. Mein Destillierkolben. Ich brauche ihn für meine Forschung, aber ich kann ihn nicht finden. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt... Er strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aaron ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit euren Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit! Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können.
Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Was ist los? Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ja. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Seid ihr nicht nur ein Berater? Eigentlich schon. Aber also? Ich bin dem Altmeribund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Keine Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. Also, solche Leute, ganz ehrlich, übelste Frechheit. Muss man sofort rausschmeißen. Also sofort, ganz ehrlich, zack, bumm, weg. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Das sehen wir dann. Ob wir den dann entfernen, das sehen wir dann. Oh ja. Keine Ahnung, ob wir das machen. Vielleicht machen wir es? Vielleicht machen wir es nicht. Sijik-Orden, das wird aber interessant. Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Ha. Was ist los? Was mit allen passiert? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Na dann. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Mhm. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Okay. Ja, wenn es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Okay. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Okay. Und warum sollte ich euch oder eurem Orden trauen? Was ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an. Weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Okay, und was ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Okay. Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Was? Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Ja, wer ist der Augur von dem? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Und wo finde ich den? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Na komm. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist.
Der Erzmagier zum Beispiel. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Also ganz ehrlich, jetzt gucken wir mal Bücher. Ob wir das Buch haben. Mit den Tränen war das, gell? Ne, ich hab's nicht natürlich dabei. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Tzidzik-Orden. Hier nach all den Jahren. Und dann verschwindet er einfach wieder. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Naja, was wollte der Psychik? Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Okay, habt ihr jemals was von dem Auguren Dunlein gehört? Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Toll, danke. Und was soll das bedeuten? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Okay. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen ist, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Welche Sache auf was den Grund auch immer gehen, diese Tzidziks vorhaben, man kann ihnen nicht vertrauen. Soweit wir wissen, ist er hier, um die Akademie auszuspähen. Sie wollen sicherlich unsere Bemühungen unterminieren. Oh. Okay, und welche Anstrengung? Das, diese Kugel, das Auge von Magnus oder wie auch immer ihr es nennen wollt, es ist sehr mächtig und sie wollen es zweifelsohne für sich. Ich erwarte eine Meldung von euch, sollten sie sich noch einmal an euch wenden. Habt ihr jemals was vom Auguren von Dunlein gehört? Von was? Nein. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Ahnung habe, wovon ihr redet. Ich schlage vor, ihr kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und kehrt zurück zu euren Aufgaben. Ja, hört sich gut an. Oh Leute, ganz ehrlich. Was haben die nur vor? Ich hätte gern dieses Buch eigentlich jetzt mit diesen Tränen. Okay. Der Augur von Online. Wir folgen jetzt mal einfach hier dem Dungeon-Zei. Mal schnell pflücken, okay. Und jetzt rein hier. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern... Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Oh, die gute Müllgrube. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Ja, danke.
Eine Ausbildung wird immer erst im Nachhinein geschätzt. Das verstehen die jungen Leute einfach nicht. Oh Leute, da gehen wir jetzt aber hin. Vielleicht findet man ja auch ihm seinen Kolben da. Es fällt schwer, es zuzugeben, aber Cesargo kann immer noch etwas Hilfe gebrauchen. Entschuldigung. Jetzt Achtung. Hier unten ging es irgendwo, ich weiß das. Ging es runter. Kann ich das nehmen, wenn ich das so da steht? Ah, stehen, stehen. Okay. Obwohl, wenn das jetzt hier... Sie uns aufnehmen. Das wäre wichtig. Ah, sehen wir das. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Ist er denn wirklich tot? Na, sowas von. Okay. Dann gehen wir jetzt mal runter in die Canalization. Und wir können ja jetzt auch dann die Gegner komplett einfrieren. Ich habe jetzt noch eigentlich ein paar Drachenseelen in petto, sozusagen. Unverbrauchte Drachenseelen, die ich dann einsetzen kann, wie ich sie brauche. Jetzt gehen wir mal. Das war Dark. Hört sich auch keiner, oder? The Midden Dark. Ja, und ehe man sich's versieht, ist da mir nichts. So ein Drache, der vor allem da runterputzelt. Yeah.
lassen wir mal. Gehen wir hier durch. Eisgeist dann geblieben. Eine laute Eiskappe. Sehr gut. Ja, ja, komm, das Grundstück lassen wir da liegen. Das passt schon, oh je. Was haben wir jetzt hier schon wieder? Dass die so ganz komische Keller haben müssen da unten. Aktivieren Mittelfinger. Soll ich mal meinen Mittelfinger aktivieren? Rerum Denis. Gut. Wieder ein gutes Ding hier bekommen. Neben Trollschädel brauchen wir mehr Taschen. Das hier ist eigentlich nie Labor. Nein, danke. Und weiter geht's. Immer weiter, immer weiter. Diese Richtung hier. Hier? Hier gibt es auch nichts Besonderes, also. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Ja. Okay. Ah. Aktivieren Aufruf von Dunlein. Ja, dann komm. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Wieso? Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Ja, und was suche ich? Ich sollte zu euch kommen. So ist es. Also machtet ihr euch auf die Suche, nicht wissend warum. Ja. Wie andere vor euch folgt ihr blindlings einem Pfad in euer eigenes Verderben. Auch der Talmor kam und suchte nach Antworten, nicht wissend, dass sie sein Verderben bedeuten würden. Mhm. Euer Pfad folgt nun dem seinen, doch ihr werdet zu spät kommen. Okay. Was? Ich bin nicht die erste Person, die zu euch kommt. Nein,
Doch ihr könntet der Letzte sein. Auch derjenige, der sich Ancano nennt, suchte mein Wissen. Wenngleich er andere Fragen hatte. Okay. Euer Pfad unterscheidet sich von den meisten anderen. Ihr werdet geleitet, zu etwas hingeführt. Es ist ein guter Pfad, den schon viele beschritten haben. Ein Pfad, der eure Akademie zu retten vermag. Ich will euch sagen, was ihr wissen müsst, um darauf weiterzugehen. Erzähl mal. Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Das stimmt auch. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Okay. Ich brauche also den Stab von dem guten Magnus Fuzzi. Und was ist jetzt hier? Blut? Kein Blut. Ach, wie lustig. Ich wäre schon da gewesen, du musst hier runter springen. Ja. Aber was die Geschichte mit dem Mittelfinger jetzt auf sich hat, der weiß ich auch nicht so genau. Also irgendwas muss mit dem Mittelfinger ja sein. Aber was? Wer weiß das schon? Schnell rennen, seht ihr? Oh, yeah. Typisch mal wieder. Dass ich was weiß ich, wie viele 60 Folgen brauche. 68 Folgen. Zuerst die 68. um rauszubinden, wie man schnell rennt, Berge. Ah, halt, sind das nicht Lederstreppen. Oh. Der Witz ist ja, es gibt immer noch so viel zu tun. Wir haben noch gar nichts getan von all den Sachen. Übel, gell? Wenn man sich so überlegt. Die Atronachenschmiede. Oh ne, Leute, hier ist wieder irgend so eine Kacke. Lesen mal das Buch, weil es mich interessiert. Ne, das war es nicht. Hier die Atronachenschmiede. Lieber Neffe, es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Sadrin Mora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch, sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeit hörte. Die Nord haben eine gute Akademie in Winterfeste und ich bin sicher, dass ihr euch dort auszeichnen werdet. Vielleicht wisst ihr, dass ich sie besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung. Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Atronachenschmiede genannt wird. Ein kleines Projekt, das ich im Winterfeste verfolgt habe. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sondern fragt eure Mitschüler nach einem Ort namens Müllgrube. Dort findet ihr die Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort, auf meinen Reisen Himmelsrand verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. Die Atronachenschmiede bietet wenige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat. Noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Nur durch planloses Herumexperimentieren und ein paar angesenkte Augenbrauen habe ich ihre Funktion verstehen können.
Die Schmiede besteht vor allem aus einem großen Podium von fast primitiver Machart, aber verziert mit einer traditionellen daedrischen Dingsbums-Rune. Oblivion-Rune. Sie weist einen Opferstock sowie einen hervorspringenden Hebel auf. Zudem ist ein großer Aufbau zu sehen, der offenbar ein großes, rundes Objekt aufnehmen soll. Ich habe jedoch nicht feststellen können, worum es sich bei diesem fehlenden Objekt handelt oder wie es sich auf die Wirksamkeit der Schmiede auswirken könnte. Die Schmiede wird aktiviert, indem man bestimmte Gegenstände in den Opferstock steckt und dann den Hebel betätigt. Die Schmiede verbraucht Gegenstände und beschwört dann etwas auf das Podium. Die Beschwörung lässt sich zuverlässig vorhersagen, wenn die richtigen Gegenstände in den Opferstock gesteckt werden, aber viele Kombinationen zeigen entweder keine Wirkung oder führen zu katastrophalen Reaktionen. Einmal habe ich eine wilde Ziege beschworen. Und zumindest den größten Teil der Ziege. Planloses Herumexperimentieren mit der Schmiede ist gefährlich. Auf den folgenden Seiten habe ich die Rezepte aufgeführt, die ich entdeckt habe. Mit dem einfachsten, aber vielleicht auch dem gefährlichsten verlässlichen Rezept könnt ihr einen Atronachen beschwören. Die beschworenen Krieger greifen allerdings das erste Objekt an, das sie sehen. Macht euch bereit für einen Kampf, wenn ihr Grund habt, diese Rezepte zu verwenden. Feuer-Atronach, Feuersalz und Rubin, Frostsalz und Saphir, Salz der Leere und Amethyst. Habe ich jetzt im Ernstesein nicht unbedingt vor. Jo! Oh fuck. Ey, bin ich gerade erschrocken. Wo ist er? Ist der Eiskreis hier? Tja, jedenfalls, liebe Freunde, ist die Folge rum. Das nächste Mal sehen wir uns wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.